Liebe Fans der Sammlerkunst, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Kanalneuigkeiten. Ja, der Marc erzählt euch wieder etwas Neues über Bumo TV und ich sitze hier heute an einem sonnigen Tag, sitze ich hier auf meinem Figurenbalkon und ihr wisst ja, seit vielen Jahren sitzt der Marc ab und zu mal, wenn es Sommer geworden ist, sitzt er hier auf seinem Figurenbalkon und produziert das ein oder andere Video für euch. Und auch heute ist das der Fall, denn ich möchte euch etwas sagen, was demnächst hier bei Bumo TV anliegt. Oder vielleicht der findige Zuseher, der öfter mal hier auf meinem YouTube-Kanal mal reingeklickt hat, ist es vielleicht schon aufgefallen. Ich habe seit August, also seit wenigen Tagen, habe ich endlich einen eigenen Windschutz, einen eigenen Bumo TV Popschutz. Ja, damit kann ich jetzt ab sofort meine Videos veredeln, wenn ich zum Beispiel auf Cons unterwegs bin, ja, und die Leute mal so da auf den Zahn fühle, ja, da erkennt man sofort, ja, hier ist Bumo TV am Start, da brauche ich mich ja nicht mal großartig vorzustellen, man muss nur auf dieses sonnengelbe Bumo TV Logo schauen und weiß, mit wem man es zu tun hat. Und ich muss sagen, dieses Windschutz, ja, da habe ich mir Gedanken gemacht, wie soll das erste Popschutz, was ich je, ja, mit Bumo TV beflockt haben lassen soll, tun, ja, wie soll es aussehen? Und dann fiel mir ein, beziehungsweise der He-Fan, ja, mein Praktikant, der immer die Kamera macht, wenn wir auf Cons unterwegs sind oder ich den Supermarkt gegeben habe, der hat das denn die Idee gehabt, ich wollte eigentlich schwarz haben, aber er sagte, warum einen schwarzen Windschutz, wenn man doch zum Beispiel deine Farbe, ja, wir haben zum Beispiel gelbe Shirts, ja, deine Thumbnails sind ja mit einem gelben Rahmen, warum soll das Windschutz denn schwarz sein? Lass uns doch gelb machen. Und tara, und ich muss sagen, das gelbe Windschutz passt locker hier zu meinem grün-weißen Bumo TV Logo. Ihr könnt da gerne mal unten in die Kommentare reinposten. Seht ihr das genauso? Und ja, die sind jetzt ab sofort seit August im Einsatz. Ich habe bis jetzt einmal ein Video damit gemacht und das war für Hörspielfans. Da hatte ich ja dieses Panel anmoderiert und zwar das Panel zum ersten Hörspiel der Retrofabrik von den Masters of the Universe. Und da ist schon direkt eine Panne passiert. Ich hatte vergessen, den Empfänger anzuschalten und so musste ich den Ton nehmen von dem Atmosphärenmikrofon. Und so klang der Ton ein bisschen seltsam, aber ich hoffe mal, jetzt ist alles richtig. Ich habe mich schon tausendmal überprüft, ist der Ton ready und es scheint ja der Ton ready zu sein. Und ja, ich kann euch mal sagen, ich bin richtig stolz darauf, jetzt endlich so einen Windschutz zu haben. Man sagt auch dazu Popschutz, ja, eigentlich auch witzig, ne? Popschutz, ja, denn es veredelt so mein Kanal auf alle Fälle auf die visuelle Art, ja. Natürlich auch ist das natürlich ein guter Ton, hoffe ich mal. Ich werde gleich mal am Schnittgerät sehen. Moment, ich schwitze gerade, ist sehr heiß hier. Wir haben es über 30 Grad. Ich schwitze mir gerade hier einen Ast ab. Aber ich sitze hier natürlich mit einem kühlen Getränk, ne? Erstmal Prost auf uns. Er trinkt sich so eine Cola locker herunter, ja. Wir haben es wirklich gerade 34 Grad. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr belastend. Auch der Ludwig, der gerade hier unten sitzt, mich anhimmelt, mit dem Schwänzchen wedelt. Ja, würde am liebsten jetzt mit mir Gassi gehen. Aber ich habe gesagt, nein, 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 Ludwig, es geht nicht. Ich muss erst mit den Leuten ein bisschen reden, ja. Bisschen nochmal, ein bisschen paar Neuigkeiten erzählen, was unserem Kanal, unser beider Kanal betrifft. Guck mal, du sitzt jetzt genau vor unserem hier Holzkaktus, ne. Guck mal, ist der Ludwig. Ja. Der ist auch immer glücklich, wenn er dabei sein darf bei den Videoproduktionen. Also das ist auf alle Fälle eine Neuigkeit. Ja, wir haben jetzt auch Popschutze für Bumo TV, nachdem wir ja schon letztes Jahr angefangen haben, unsere gelben Bumo TV T-Shirts auf Cons anzuziehen, ja, weil es einfach auffällt, ja, wenn man uns zum Beispiel in der Menge, ja, ich und der Praktikant uns mal verlieren sollten auf so einer Con, ja, oder bei Supermarkt oder wo auch immer, erkennen wir uns immer sofort dran an den gelben Shirts. Ja, da sehen wir immer, ach, da hinten ist ja der Martin oder da hinten ist ja der Marc. Oder auch Zuschauer, die uns irgendwie suchen auf einer Veranstaltung, sehen, ach, gelbe T-Shirts, da ist doch der Marc und der Martin. Ja, jetzt fehlt natürlich nur noch ein Team-Shirt für Ludwig. Ja, so ein gelbes Team-Shirt für Ludwig wäre ja auch
Nicht schlecht. Jetzt habe ich ein bisschen aufgestoßen. Egal. Aber diese Kanalneuigkeiten sollen ja nicht darum gehen, nur um meinen neuen Windschutze nochmal zu präsentieren. Und ich bin so stolz darauf. Guckt euch das mal an hier in der Nähe. Herrlich, ja. Ich bin so mega stolz drauf. Ich wollte es schon immer haben. Seit ich Kind bin, wollte ich so eins haben. Ja, so einen Windschutz mit meinem Kanal bedruckt. Ja, dann hier gab es noch kein Bumo TV. Da wusste ich noch nicht mal, was Bumo war. Ja, aber da wollte ich, habe ich schon geträumt, ich hätte gerne so einen TV-Sender. Und die haben einen Windschutz, der bedruckt ist. Und zack, habe ich einen YouTube-Kanal mit einem bedruckten Logo von mir auf meinem Windschutz. So, aber das ist ja nicht nur die Neuigkeit, sondern ich möchte auch ein bisschen Ausblick geben, was passiert in den nächsten Wochen hier auf meinem Kanal oder was ist hier, was passiert auf meinem Kanal. Klar, habe ich nach der kurzen Sommerpause, die ging wirklich nur 2,5 Wochen lang, so kurz war sie eigentlich gar nicht geplant. Ich wollte eigentlich eine Sommerpause machen wie letztes Jahr, die einen Monat gehen sollte. Aber ja, die Retrofabrik hatte uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn sie hatte in unserer Sommerpause, hatte sie natürlich das Event gelegt, wo das erste Hörspiel uraufgeführt worden ist, und zwar in einem super großen Kino hier in Düsseldorf. Und da musste Bumo TV natürlich dabei sein, denn die Retrofabrik hatte natürlich auch mich eingeladen und ich wollte natürlich ein zeitnahes Video produzieren. Ich wollte jetzt nicht abwarten, bis die Sommerpause zu Ende ist, dann wäre es ja kalter Kaffee. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich unterbreche meine Sommerpause und mache denn 2 Videos. Wie gesagt, zum einen von der Veranstaltung selber, wo ich auch die Sprecher und Macher vors Mikrofon gezerrt habe. Und ich produziere ein Video von dem Panel, was natürlich nach dem gemeinsamen Anhören im Kinosaal des Hörspiels, was da auf der Bühne stattgefunden hat. Denn da haben alle Macher und alle Sprecher haben da dem Publikum Rede und Antwort gestanden und davon habe ich auch ein Video gemacht. Also waren es in der Sommerpause, habe ich davon noch 2 Videos rausgehauen aus der Reihe Hörspielfan. So, dann haben wir noch wieder ein bisschen Pause gemacht und dann kamen ja schon die nächsten Sachen, die reviewed werden sollten. Also wie gesagt, 2,5 Wochen waren nur, diesmal war die Sommerpause für euch gut, für mich ein bisschen schlecht. Ja, ich wollte mich eigentlich regenerieren, aber ich weiß, wenn ich Figuren auspacke oder mit dem Mikrofon unterwegs bin, regeneriere ich mich ja eigentlich schon. Aber trotz allem wollte ich natürlich, wie gesagt, 4 Wochen machen. Das heißt, im Herbst, irgendwann werde ich im Herbst auch nochmal ein bisschen Pause machen. Aber das ist noch jetzt nicht final die Entscheidung. Da gucke ich erstmal, was so erscheint. Denn es erscheint ja zurzeit sehr viel, sehr, sehr viel, was ich schon vorbestellt habe und mittlerweile dann ausgeliefert worden ist oder was noch kommen wird. Ja, dann gab es ja in den letzten Tagen ja tolle Videos. Jetzt zuletzt auch das tolle Video, muss ich lassen, von diesem SDCC Exclusive, ja, das viele leider nicht bekommen haben. Und zwar Too Bad, und zwar als 2 Figuren, einmal als Tovar und Badra, ja, so heißen sie getrennt voneinander, bevor sie miteinander verschmolzen worden sind. Und dann gab es da, wenn man sie zusammengeschmolzen hat, das ist ja damals durch Skeletor passiert, hießen sie Too Bad, ja. Und das Exclusive war ja sehr schnell weg. Ich hatte leider keins bekommen, aber der findige, das habe ich euch erzählt, der findige, treue Abonnent Christian hatte mir noch eins besorgt. Und so konnte ich denn die Review letzten Dienstag hier auf meinem Kanal on air bringen. So, dann gab es ja noch das ein oder andere Unboxing. Es folgt noch das ein oder andere Unboxing, was noch ausgeliefert wird. Lasst euch überraschen. Da kommt noch was Tolles auf euch zu, was mal nicht mit Masters zu tun hat. Das soll jetzt bald bei mir, ja, also bei mir auf meinem Präsentationstisch liegen. Lasst euch da überraschen. Aber es gibt auch noch andere Sachen zu erzählen. Da muss ich erstmal wieder was trinken. Es hat sich für heute ein Unwetter angekündigt. Ich muss sagen, den ganzen Tag, ja, der ganze Tag war es wirklich heiß und schwül und sehr sonnig. Kaum bin ich hier eingetroffen, ja, wird das Wetter jetzt wie angekündigt schon etwas düsterer. Es zieht sich zu und es ist hier ein bisschen Unwetter angekündigt. Deswegen hoffe ich mal, dass ich jetzt hier noch meine Kanalneuigkeiten normal zu Ende bekomme, bevor hier gleich der Blitz einschlägt, ja. Und ich arbeite gerade mit Drahtlostechnik, das wäre jetzt nicht so schön. Da wäre ich ja hier so gesehen, werde ich dann vom Blitz getroffen und dann sitze ich hier verkohlt. Ja, gut für Carol, also für den Puppengeist ist es cool. Dann hat er natürlich Grillasche. Von mir natürlich. So,
dann in wenigen Tagen ist es soweit, ist gar nicht mehr lange hin, sondern in 2 Wochen gibt es schon die Grayskull-Con, ja. Die Grayskull-Con findet wieder dann statt in Lenne statt, wie es auch in den letzten Jahren so war. Und auch Bumo TV wird dieses Jahr zum 2. Mal mit dabei sein. Letztes Jahr hat es mir schon gefallen und man muss sich da feststellen, ja, die Grayskull-Con ist ja ganz anders als die Toyplosion. Denn da letztes Jahr, das liegt jetzt auch schon wieder ein Jahr zurück, ja, denn am 26. August 2023 war die allererste Toyplosion in Castrop-Rauxel und die war ja wirklich ein Riesenerfolg. Und ich war ja auch geflecht. Es war ja eine erste Con von meiner Seite aus, die wirklich so riesig war und die auch unter anderem nicht nur mit Masters zu tun hatte, sondern auch mit Star Wars, Brave Star, Turtles, Dino Raiders, Captain Future, Batman und Schlag mich tot. Also für jeden Fan der nerdigen Kultur gab es etwas zu kaufen, was zu bestaunen. Und das hatte meine Person aber auch dem Puppengeist sehr angetan. Und der war letztes Jahr auf der Toyplosion mit einem Barbie-Stand war er da zugegen und hat seine Customs da präsentiert. Und das hat ihm so gut gefallen, dass er dieses Jahr das auch möchte. Also ist er auf der 2. Toyplosion. Aber ich komme gleich zur 2. Toyplosion. Ich muss erstmal das nochmal erzählen, dass jetzt Ende August für 3 Tage nochmal die Grayskull-Con ansteht, bevor der nächsten Monat, ja Mitte September, denn die 2. Toyplosion startet. Und auch die Grayskull-Con, ja, da waren wir eigentlich angetan, vor allen Dingen ich, weil die war was ganz anderes. Da ging es nicht um Toy-Hunting, sondern ging es wirklich nur um Gespräche. Klar konnte man da noch was kaufen, aber es gab auch coole Panels. Aber auch die Gespräche mit euch, mit vielen Abonnenten, die ich da getroffen habe oder auch selber Leute, wo ich sage, wow, die hätte ich gerne mal getroffen, habe ich da getroffen. Und es hat mir richtig gut gefallen, sodass ich gesagt habe, ich werde nochmal mit dem He-Fan, ja, und dem Baum der Sterbenzeit alias Masters TV Michel, werden wir da hinfahren und wir werden natürlich für euch einen Bericht drehen, in dem ich natürlich, die haben die früher immer schön gesagt, da habe ich euch einen Bericht mitgebracht, ne? Als wenn ihr so eine Tasche gehabt hättet, die Reporter damals, ne? Nein, aber ich werde euch natürlich einen Bericht hier auf YouTube zeigen, also auf meinem Kanal, und zwar in einem Bumo TV Spezial. Ja, und das Gleiche gilt auch für die Toyplosion. Wie ich schon sagte, wird diese Mitte September, und zwar am 14. und 15. September, wird diese wieder mal in Castrop-Rauxel stattfinden. Diesmal ist es 2 Tage, letztes Jahr war es nur 1 Tag. Ich bin mal gespannt, ob 2 Tage funktionieren. Da bin ich ein bisschen kritisch. Könnte sein, würde ich den Machern ja gönnen. Und da werden wir auf alle Fälle auch zugegen sein. Auch der Puppengeist wird seinen Barbie-Stand da machen. Und ich werde mich natürlich wieder zusammen mit dem Martin und mit dem gelben Mikrofon werden wir uns dann auf die Suche nach euch machen. Ja? Und dazu noch Impressionen ja, von der Toyplosion einfangen. Letztes Jahr erinnere ich mich auch sehr gut daran, dass der Gore-Minister und ich ja, bei einem netten Aussteller durften wir da gemeinsam einen Mossman Mock auspacken, ja, einen Original Mossman von 1986 war das, ne, der noch original verpackt war, den haben wir zusammen dann vor der Kamera ausgepackt, auf dem Kanal vom Gore-Minister, da liebe Grüße zu dir hin, lieber Gore-Minister, nach Dortmund, da könnt ihr auch das Video finden bei ihm und natürlich gerne da ein Abo hinterlassen. Und dann stellten wir fest, nachdem wir ihn ausgepackt haben, dass sehr schnell die Beine von ihm abgefallen ist. Und er roch ja auch nicht mehr so nach irischem Frühling, so wie man ihn damals so im Kopf hatte und in der Nase hatte, sondern er roch mehr oder minder nach, ich habe damals gesagt, und da stehe ich auch noch zu, nach alte Omas. Naja, vielleicht gibt es dieses Mal wieder so eine Aktion, man weiß es nicht. Wir werden auf alle Fälle uns dann, wie gesagt, mal umschauen da und werden euch dann mitnehmen für Leute, die es nicht dahin schaffen nach Castrop-Rauxel, werden wir euch da mitnehmen und so die eine oder andere Impression mitbringen. Also das wird auch noch hier auf Bumo TV in den nächsten Wochen passieren. Ja, dann findet natürlich hier auf meinem Kanal, wie ich schon sagte, noch weitere Unboxings und Reviews hier statt von Masters-Figuren, aber auch natürlich auch anderen Figuren aus anderen Toylines, denn Fan, das Sammlermagazin, wird auch da weitergehen mit weiteren Figuren fernab des Masters-Franchise. Ne? Das ist ja mal ganz wichtig, weil die Welt gibt es ja auch noch weiterhin. Es gibt ja nicht nur Masters, denn
wir stellen ja immer mehr und mehr fest, ja, man hat die eine oder andere Charaktere als Origins-Version, hat man schon langsam, ja, es fehlen ja nicht mehr so viele. Also wird sich dieses Franchise Origins ja langsam auch dem Ende nähern. Und da muss man ja auch mal rumgucken, was kommt danach. Ja, und dann habe ich ja auch schon mal jetzt angefangen, unter anderem euch auch ein paar Classics-Figuren zu zeigen. Ich hatte ja letztes Jahr im November, hatte ich ja mir mal einen Mock gegönnt von damals, und zwar Webstorm. Ja, das ist ja, der war ja super günstig bei Sea Toys. Den hatte ich mitgebracht und euch vorgestellt. Und vielleicht ist dieses Jahr, ja, zur Weihnachtszeit vielleicht auch noch wieder ein Mock drin. Muss ich mal gucken. Und den werden wir natürlich uns dann zusammen begutachten. So, das soll es auch nun gewesen sein mit den kleinen Kanalneuigkeiten. Ja, ihr könnt mir gerne mal unten reinposten, ob ihr vielleicht auch auf der Grayskull-Con dieses Jahr seid oder doch eher auf der Toyplosion oder wie ich, doch vielleicht auf beide Cons. Könnt ihr gerne reinposten. Was haltet ihr von meinem neuen Popschutz? Ja, Popschutz. Naja, bisschen crazy. Ja, Luffy und ich freuen uns auf eure Kommentare und wir danken auch euch nochmal ganz herzlich dafür, dass ihr so gerne in unsere Videos klickt, gerne kommentiert, diese auch teilt oder auch unseren Kanal abonniert hat. Da wollten wir beide mal auf alle Fälle Danke sagen, auch wenn Luffy gerade nicht so gut zu sehen ist, weil natürlich vom Kaktus erhängt. Ja, naja. Wir chillen jetzt noch ein bisschen, ja, wir genießen noch den Rest Sonne, was hier ist. Und da sehen wir uns wieder bei einem der nächsten Videos hier auf meinem Kanal. Und ja, vielleicht spätestens dann, wenn es wieder neue Kanalneuigkeiten gibt hier auf meinem YouTube-Kanal. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bleibt sammelwütig. Und ich trinke mir jetzt noch den Rest Cola hier aus. Ciao!